Hallo, in diesem Video möchte ich ein bisschen auf die Biegesimulation eingehen. Und zwar ist das hier dieser Befehl. Dieser Befehl ist dazu nötig, um 3D-Bleche direkt im Modell aufzuklappen. Wozu könnte ich das nutzen? Und zwar habe ich hier in diesem Fall ein Blech modelliert, welches in der Grundfläche einfach zwei unterschiedliche Breiten hat. Das heißt im Grunde genommen ein Attika-Blech ums Eck. Wenn ich mir hier jedoch die Abwicklung anschauen möchte, dann habe ich ja in diesem Fall, in diesem Bereich das Problem, dass diese Ecke so in diesem Fall nicht gekantet werden kann, weil hier eine Kollision entstehen würde. Dazu kann ich jedoch sehr einfach die Biegesimulation nutzen, um dieses Blech hier im Modell aufzuklappen. Man sieht hier, dieser Schritt wird auch als Feature definiert. Das heißt, ich kann hier dies danach wieder editieren und auch zurückklappen. Im Grunde genommen muss man sich so vorstellen, dass ich hier diese Lasche bearbeiten möchte. Das heißt, in diesem Fall möchte ich hier einfach eine Ausnehmung machen. Und ich möchte hier in diesem Fall einfach diesen Bereich wegschneiden. Ich kann hier natürlich mittels HCM noch einen weiteren Punkt angeben. Das heißt, ich möchte hier einen Luftspalt von 2 mm haben und kann mit dem Ausnehmen diese Seite wegschneiden. Das heißt, ich sage hier Ausnehmen. Jetzt wird mir noch ein Punkt auf der Seite, welche abgeschnitten werden soll. Das heißt, hier in diesem Fall auf der oberen Seite. Und in diesem Fall habe ich hier in der Biegesimulation diese Bearbeitung getätigt. Ich kann dies danach wieder zuklappen. Das heißt, ich kann hier wieder eine Kante anklicken. Und so wäre in diesem Fall diese Biegesimulation nützlich, um diesen Bereich hier wegzuschneiden. Man muss natürlich hier noch die Biegezonen weiter bearbeiten. Jedoch muss ja hier ein Teil eingeschweißt werden. Man darf hier jedoch diese Biegesimulationen nicht herauslöschen. Diese sind Bestandteil, damit diese Ausnehmung erst generiert werden konnte. Um dies jetzt noch richtig zu stellen, möchte ich hier am Blech meine Bearbeitungen noch erzeugen, einen linearen Übergang, und somit habe ich hier auch eine richtige Abwicklung für dieses Kantblech.